Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, verstehe. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotti? Nein, ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Was soll das denn? Ich mach mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein, keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Okay. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Psst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Yummy, lecker Kinderchen. Sehr schön. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden. Tja. Da gibt es tatsächlich ein tanzendes Äffchen. Du meinst das Äffchen beim Leierkasten, Mann? Das habe ich schon gesehen. Es ist ein erbärmliches Äffchen. Kann nicht mal tanzen. Da spare ich lieber. Na dann, kommen wir später nochmal zurück. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Okay, was gibt's denn da hinten? Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Apropos Kinder reinschwimmen. Hier gibt's Steckdosen so rum und eine Sicherung. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. So, was haben wir denn sonst noch? Ein Hebel, an dem wir nicht rankommen. Und ein Fernseher. Entweder die wiederholen gerade die zweite Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle, oder der Kasten ist aus. Na, dann schalten wir ihn nochmal an. Der Strom ist alle. Schade. Tja, dann ideale Stelle für ein Nachtlager. Was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht, es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Idchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht.
Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Und die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh, oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, 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 das Nachtlager. Ja, also, das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey, Meckerkatze24.de. Also können wir hier noch nichts machen. Dann gehen wir halt zurück. Schauen mal, was auf der linken Seite so ist. So, was haben wir denn hier? Ein Äffchen. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken, aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Tja. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotty. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Tja. Ein Wagenheber? Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Hm, was könnte das nur sein? Vielleicht die Kurbel? Hm, keine Kurbel zum Auswerfen da. Was haben wir hier? Gun und June. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Tja. Wo wohl die anderen beiden Ichs gelandet sind? Da müssten wir erstmal irgendwie hochkommen. Eine Sprosse. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. So, Kuhn und Schuhn. Wer ist er? Hm, niedlich. Sie haben ja schon Freunde gefunden. Der kommt mir nicht sehr vertrauenserweckend vor. Kuhn, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Gun, warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe 3. In Worten... 3 verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß, du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Seilbahnhof. Ha, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß?
June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und Stand jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Der war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knickknack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach was, Haus, eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Porta Fisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Goon, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Goon. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Goon, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Goon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Na dann. Wir sehen uns. Bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon. So, weißt du was? Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Und dann versuchen wir mal, durch das kleine Gitter da irgendwie mit uns selber zu kommunizieren. Hä? Rufus, bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen.
toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Bozo getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön.